Herr Professor Jäger, der größte oder heftigste Applaus, wenn man das Ganze sich angeguckt hat, war bei dem Satz, als es um Wahrhaftigkeit ging, die Sie für allen Harvard-Absolventen ans Herz gelegt hat. Dazu gehört, dass wir Lügen nicht Wahrheiten nennen und Wahrheiten nicht Lügen. Sie hat nicht Trump erwähnt, nein. Aber im Grunde genommen ist er doch wahrscheinlich da aus dem Bett gefallen, oder? Die ganze Rede war gegen Trump gerichtet. Alle Punkte, die sie aufgegriffen hat, waren gegen den amerikanischen Präsidenten gerichtet. Und man muss ja wissen, sie hat vor einem Publikum gesprochen, in dem ganz sicher kein Trump-Wähler öffentlich zugegeben hätte, dass er ihn gewählt hat. Ist das klug? Nein. Oh. Es tut ihr sicher gut, so gefeiert zu werden. Und so einen Satz, der gehört ja sozusagen in ein Erwachsenen-Poesiealbum hinein, der ist ja richtig, man soll Lügen nicht Wahrheiten nennen und Wahrheiten nicht Lügen. Aber die Politik ist ein schwieriges Geschäft. Und dass sie den amerikanischen Präsidenten so herausfordert, ist möglicherweise eben nicht klug. Sie hat ein zweites großes Thema gehabt neben der Wahrheit, die Mauern. Hat berichtet, wie sie gegen Mauern gelaufen ist, dass es ein Fehler ist, neue Mauern zu errichten, dass es ein Problem für die menschliche Entwicklung ist, wenn man die Mauern im Kopf nicht einreißt, die Mauern zwischen gesellschaftlichen Gruppen. Der amerikanische Präsident möchte nur eines, er will seine Mauer. Sie hat sich gegen Protektionismus gewendet, sie hat über den Klimawandel gesprochen. Also im Prinzip hat sie genau das gemacht, wo das amerikanische liberale Gewissen so richtig aufblühen konnte, ob das politisch die Interessen der Bundesrepublik Deutschland gut vertritt, ist eine andere Sache. Werden wir erleben. Wir können es demnächst wieder sehen, hören und kommentieren. Ich schreibe Ihnen jetzt gleich was in Ihr Erwachsenen-Poesiealbum rein und eventuell noch eine kleine persönliche Ehrendoktorwürde. Dankeschön, dass Sie im Studio waren.